Herzlich willkommen bei Kraftbaum, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zur tiefen Naturverbundenheit begleitet. Ich bin Sandra Schilling und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist, denn ich darf ein überaus begeisterndes und lebendiges Interview mit dir teilen. Marianne Schaubecker bezeichnet sich selber als hochsensibel und befasst sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema der Hochsensibilität. Sie berichtet uns von ihrer Naturliebe, von ihrer Verbindung zur Natur. Und sie sprüht wie ein Regenbogen vor Freude, wenn sie von ihren Weitwanderungen erzählt, von magischen Momenten während des Regens, von einer Wüstendurchquerung. Es geht in diesem Gespräch auch ums Loslassen, sich führen lassen, sich auf das Jetzt einzulassen und immer weiterzugehen. Es geht auch um die Klänge der Natur und die eigene Stimme und Marianne gibt uns Tipps mit im Umgang mit der Hochsensibilität. Ja, lass dir dieses wundervolle Gespräch einfach nicht entgehen. Hör rein. Ich freue mich mit dir auf eine Riesenportion Begeisterung, die hoffentlich auch auf dich überschwappen mag. Heute grüße ich aus Zollikon am wunderschönen Zürichsee. Ich sitze hier bei Marianne Schaubecker. Ja, Marianne Schaubecker habe ich gefunden, als ich mich auf die Suche gemacht habe nach jemandem, der über das Thema der Hochsensibilität und Naturerfahrungen zu berichten weiß. Und Marianne Schaubecker, sie pflegt eine Webseite mit Informationen und Rat für hochsensible Menschen, ist selber hochsensibel, sie ist Stimmausdruckstherapeutin und betreibt einen kleinen Blog, das Blöckli, wo sich, denke ich mir, viele Hochsensible auch gleich wiederfinden in Alltagssituationen, die sie da beschreibt. Ja, ein herzliches Willkommen dir, liebe Marianne, oder besser gesagt, danke für deine Gastfreundschaft. Ja, danke auch. Magst du dich kurz vorstellen, wer ist Marianne? Wie nimmst du dich selbst wahr? Das ist eine schwierige Frage. Ich kenne sehr viele Facetten von mir. Ich bestehe aus verschiedenen Menschen. Aber weil es jetzt hier um Hochsensibilität geht, denke ich, dass ich hier mal beginne. Ich habe einfach sehr, sehr empfindliche Antennen und sehr empfindliche Nerven mein Leben lang schon. Und das hat mich sehr geprägt mein ganzes Leben lang. Und darum bin ich sehr froh, dass ich später dann dieses Thema für mich auch beruflich entdeckt habe. Ansonsten bin ich ja sehr glücklich verheiratet mit dem liebsten Mann der Welt. Habe zwei Kinder, die mittlerweile über 40 sind, weil ich schon eine alte Oma bin. Denn die Tochter dieser beiden Kinder hat mich sehr früh zur Oma gemacht. Diese Enkel sind auch eine wunderbare Freude in meinem Leben. Ja, ich habe viele Berufe hinter mir und bin jetzt froh, im Alter etwas mehr Ruhe zu haben und mich immer noch um das Thema Hochsensibilität kümmern zu können. Und die Beziehung zur Natur, die ja hier sehr wichtig ist, die war für mich auch immer sehr, sehr wichtig. Ich kann zum Beispiel mit einem Erlebnis beginnen, an das ich mich immer noch erinnere, obwohl ich nur etwa 4-jährig gewesen bin. Das habe ich nie vergessen. Ich war im Garten draußen und ich weiß, dass ich erst so jung war, weil wir zogen in eine andere Wohnung um, als ich etwa 4,5 war. Also ich war erst etwa 4-jährig und sah im Garten, als ich mich dort in die Wiese setzte, gelbe und blaue Lilien. Und zur gleichen Zeit flog ein Flugzeug weit weg, flog am Himmel vorbei. Und da hatte ich hatte ein erstes tief spirituelles Erlebnis, ohne das natürlich in Worte fassen zu können mit 4 Jahren.
Ich war plötzlich von so einem unglaublichen Glücksgefühl erfüllt und saß einfach da und ich war einfach, ja, ich kann es gar nicht recht beschreiben. Und bis heute, wenn diese Flugzeugart vorbeifliegt und ich wieder dieses Brummen höre, kommt mir wieder dieses Glücksgefühl von damals in den Sinn. Das war eigentlich mein erstes ganz tiefes Erlebnis in der Natur, als ich spürte, dass ich eine ganz, ganz tiefe Verbindung zur Natur habe. Aber eben, ich sage das jetzt heute aus meinem Blickwinkel als ältere Frau und damals war es einfach ein Glücksgefühl und ich war auch sehr oft nicht glücklich als kleines Kind. Und das war ein ganz wunderbarer Moment. Du hast erwähnt, die Natur, das war für dich schon immer ganz ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Die Hochsensibilität, die wurde dir aber erst später so bewusst als, ja, als Fachbegriff. Oder war dir das schon immer klar, dass du Nein. vielleicht da feinere Antennen hast? Nein, das war mir insofern nicht von Beginn an klar, weil ich habe das von meinem Vater vererbt bekommen und auch eine andere Schwester ist auch hochsensibel. Und mein Vater war Arzt und er war immer sehr am Limit. Der Beruf war einfach, er sagte immer, ich bin zu sensibel für diesen Beruf. Und das habe ich als Kind schon kennengelernt, dieses Wort. Und weil mein Vater, weil er überfordert manchmal war, zeitlich, nervlich mit seinem anstrengenden Beruf als Hausarzt, eben sich uns gegenüber nicht immer sehr sensibel verhalten hat. So war mir das. Er war nicht böse zu uns, überhaupt nicht. Er war ein guter Vater, aber er war einfach immer am Limit. Und Stress und Nervosität können einem Kind sehr viel Negatives auch vermitteln. Und so, wenn er sagte, ich bin halt so sensibel, dachte ich, als ich ein bisschen älter wurde, immer, na, das finde ich jetzt also überhaupt nicht, dass der sensibel ist. Sensibel war für mich mehr eine Eigenschaft, wie man sein muss. Und ich dachte nie daran, dass ich das selber auch sein könnte. Also du hattest vielleicht Sensibilität mehr mit Feinfühligkeit oder Einfühlungsvermögen so verbunden. Verstehe ich das Wahrscheinlich, richtig? ich muss ehrlich sagen, ich habe mir, glaube ich, als junger Mensch noch nicht viele Gedanken darüber gemacht. Okay. Nein. Und dann Hochsensibilität, das wurde erst ein Thema, überhaupt erst ein Thema, nicht nur bei mir. Ich war ja ganz am Anfang dabei, als es sich langsam auszubreiten begann. Es war so, dass die Elaine Aron erst in den 90er Jahren diesem Thema einen Namen gegeben hat, High Sensitivity. Sie hat das geprägt und viele, ist eine Universitätsprofessorin aus den USA und sie hat sehr viele Recherchen gemacht und Tausende von Interviews und sie hat das Thema bekannt gemacht und hier in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum gab es praktisch noch nichts, als ich etwa 50 war schon. Ich habe das erst mit etwa 50 in einer Klinik, wo ich arbeitete als Therapeutin, entdeckt, dass es da speziell sensible Leute gab, habe nachgeforscht, einiges weniges gefunden und dann natürlich auch den Rückschluss endlich auf mich schließen können, dass ich das sogar sehr extrem auch bin. Also auch habe diese sehr, ich sagte manchmal, Hyperveranlagung, dieses Reaktive, dieses sehr empfindliche und auch diese Wahrnehmung, die mehr wahrnimmt, als man im Prinzip wahrnimmt, als man normalerweise in Anführungs- und Schlusszeichen wahrnimmt. Und wenn wir bei der Natur bleiben wollen, es ist so, dass sehr, sehr viele Menschen eben auch, bevor sie dieses Konzept Hochsensibilität kennenlernen, spüren, wie viel ihnen die Natur geben kann, diesem sehr lebendigen Nervensystem und dieser sehr lebendigen Wahrnehmung, die wie zu wenig Filter besitzt, um sich schützen zu können vor zu vielen Einflüssen. Dass Natur, was wir selber ja auch sind, einen unglaublich beruhigenden Einfluss haben kann auf so ein aufgeregtes Menschenkind. Und das hast du für dich selber schon ganz früh als Ressource so in diesem Sinn genutzt und du hast ja auch Weitwanderwege, Weitwanderungen gemacht. Ja, genau. Also die Natur habe ich wirklich auch als Kind, wie das Erlebnis, was ich erzählt habe, schon früh,
früh als etwas Wunderbares erlebt, als in einer Wiese sein, die nach Heuroch und schöne Blumen, und das war für mich einfach das Paradies. Und es war auch auf vielen Wanderungen, mein Vater war ein Wanderfreak und meine Mutter auch, die sind immer gewandert und haben uns mitgenommen. Und wir waren auch in schönen Bergorten in den Ferien, und das war einfach jedes Mal irgendwo in den Heidelbeerstauden sitzen und Heidelbeeren pflücken. Das war immer etwas Wunderbares für mich. Einfach in der Natur sein, aber ich konnte noch nicht sagen, warum das so wunderbar ist. Und es war auch ein großer Schmerz für mich, als ich zum Beispiel mich vom Heu fernhalten musste, weil ich Asthma und Allergien bekommen habe. Ich weiß noch genau, als das besser wurde, war das eine meiner allergrößten Freuden. Und das war beim Wandern auf den Weitwanderwegen, als ich wieder über Heugarben springen, hüpfen konnte. Das war einfach traumhaft. Obwohl es mich immer noch ein bisschen reizte, habe ich das Gefühl gehabt, ich komme wie heim, ich darf wieder ins Heu, ich darf wieder über die Wiese rennen. Und diese Weitwanderungen, wenn du dieses Thema ansprichst, das ist schon etwas, was mir uns auch zufälligerweise geschenkt wurde. Ich arbeitete in der Klinik und hatte Ferien eingegeben, und aus irgendwelchen Gründen konnten wir nicht weg. Und da sagte mein Mann: Du, ich habe da im Internet ein bisschen nachgelesen, da gibt es diesen Jakobsweg und da gehen ganz viele Leute, und ich lese da so ein Tagebuch, das ist einfach spannend. Du, und unsere Tochter, die hat da in Luzernischen gewohnt, die beiden Kinderchen waren schon da, die Enkel. Und da sagte mein Mann: Weißt du, das geht dort bei Wertenstein vorbei. Wir könnten doch mal nach Wertenstein wandern und dann schnell in das Bauernhaus noch gehen und unsere Enkel besuchen. Und da sagte ich aus dem Bauch heraus zu meinem Mann: Ich gehe natürlich nicht nur nach Wertenstein, ich gehe nach Santiago de Compostela. Und das war ganz eigenartig, wie wir beide vor der Haustüre starteten und sofort in den Pilgermodus kamen. Es war unglaublich. Es war der gleiche Spaziergang, und unser lieber alter Hund war noch lange dabei. Es war zuerst der Hundespaziergang und doch war es was ganz anderes. Irgendwie, das kann ich nicht beschreiben, mit diesem Ziel vor Augen wurden wir zwei zu Pilgern, als wären wir das schon lange gewesen. Vielleicht waren wir es ja auch in einem früheren Leben. Und es war für uns jetzt einfach etwas ganz, ganz, ganz Intensives. Weil du gehst nicht einfach eine Wanderung, wir gehen jetzt dorthin, dann nehmen wir den Zug und dann gehen wir noch mit dem Schiff und dann kommen wir wieder heim, sondern es war das Gefühl von immer weitergehen. Und ich vergleiche es manchmal auch mit dem Lebensweg. Man geht und geht und man lernt unglaublich viel über das Leben und über sich und über das Zusammensein, wenn man immer weitergeht. Und man ist dann nicht nur in der schönen Natur, man kommt auch durch hässlichere Gegenden, man kommt mal wieder in eine Stadt hinein. Da gibt es nichts gegen Migro, aber so Riesengeschäfte im Vorfeld und dann Autolärm. Und du bist doch auf diesem Weg und gehst da durch, bis du ins Zentrum kommst. Später gehst du wieder raus und dann kommen wieder die ersten Wiesen und die letzten Reihenhäuser. Und plötzlich bist du wieder in der Natur und siehst den Wald und gehst in den Wald hinein. Und es ist ein Gefühl, das man nicht recht beschreiben kann. Man wird einfach wie eins dann. Man wird wie eins mit der Natur, wenn man immer in dieser Natur drinnen ist, ob es jetzt regnet oder... Zu Beginn, als wir noch wirklich jünger waren, gingen wir bei jedem Wetter, wir waren wie süchtig. Ja, es schneite, es regnete, und gerade im Regen hatten wir die schönsten Erlebnisse. Also nicht: Du, heute regnet es nicht, komm, wir machen schnell einen Spaziergang, sondern im Regen erst recht. Wir haben da gesungen und der Regen lief uns übers Gesicht und wir waren platschnass und waren so glücklich wie noch nie. Ja, und dann erlebt man auch schwierige Sachen natürlich. Der Fuß tut plötzlich mal weh, schmerzt, und oder du verirrst dich oder du bist so müde, dass du nicht weiterkommst. Sagt dann, hast wieder eine Hypoglykämie. Und ja, wir haben auch gestritten und es war nicht immer wunderbar, aber das ist ja eben genau wie im Leben. Und das Schönste, was wir lernten dabei, wenn wir im Konflikt waren mit uns oder mit dem Weg,
sagten wir mit der Zeit immer zueinander, ach komm, jetzt gehen wir einfach weiter und lassen uns führen. Und das war wie das Codewort für uns überhaupt. Weil wenn wir uns führen ließen und nicht mehr dachten, jetzt muss es so sein und wo ist diese Blöde und warum haben wir das noch nicht gesehen und jetzt sollten wir doch um meine Füße tun, sondern wenn wir uns wirklich führen lassen, dann jedes Mal geschah irgendwas Wunderbares. Und irgendwie machten wir die Erfahrung, dann geht es einfach, es geht einfach irgendwie weiter. Wir lernten das uns führen lassen, es war also auch ein sehr spiritueller Weg, wobei ich überhaupt nicht eine Religion meine. Ich meine, ja, ich glaube, ich muss das nicht groß erklären, das versteht man wahrscheinlich, was ich meine. So dieser Weg des sich führen Lassens, der macht einem mit der Zeit, zeigt er einem, dass man nicht allein ist. Man ist geführt. Also wir hatten ganz stark dieses Gefühl mit der Zeit, geführt zu War's werden. Auch ein Weg zu dir selbst. Ja. Mehr zu dir selbst, zu deinem wahren Ich. Auf jeden Fall. Kann man es vielleicht so beschreiben. Ja, also ich war schon auf diesem Weg, kann ich vielleicht sagen. Aber er hat diesen Weg noch, der Jakobsweg jetzt zuerst mal, hat diesen Weg sehr verstärkt. Und wir hatten sehr lange da an diesem Weg. Wir gingen ihn nicht in einem Stück. Das war gar nicht möglich, aus beruflichen Gründen. Wir machten ihn in Etappen und konnten auch ganz lange bei großen Schwierigkeiten im Geschäft meines Mannes einmal mussten wir unterbrechen. Und da begannen wir einfach allem nachzuwandern, was es gab in der Schweiz. Wir machten den Swiss Trail von Porrentruy nach Chiasso. Wir gingen der ganzen Aare nach hier in der Schweiz, dem Rhein, der Thur, allen Flüssen, die es überhaupt gab. Und wir gingen einfach. Ja, den Ämtlerweg, den sowieso, den Jura-Höhenweg. Man kann sich nicht vorstellen, was es alles für Wege gibt. Und immer wieder kam dieses Gefühl auf. Wir merkten dann, nein, es ist nicht nur an den Jakobsweg gebunden, obwohl das Ankommen in Santiago etwas vom Unglaublichsten für mich war, was ich erlebt habe, von Ankommen, bei mir Ankommen. Aber trotzdem, man kann dieses Gefühl auf jeden Weg, den man auf diese Art wandert, übertragen. Diese Erfahrung habe ich sehr stark gemacht. Und die Natur, die ist, es ist einfach unglaublich, wie das auch immer gerade passt. Ja, es ist immer der richtige Weg. Und es gab unglaubliche Wege, zum Beispiel auf dem Camino, wir sagen dem Jakobsweg ja auch Camino. Camino de Santiago, sagen die Spanier. Und da gibt es ja eine Wüste. Und das war einfach unglaublich. Wir beschlossen, die restlichen 500 Kilometer jetzt in einem Block zu machen. Da mussten wir im heißen August über diese Wüste gehen. Und das war eines der unglaublichen Erlebnisse. Ja, einfach weiterzugehen. Auch durch eine Wüste. Also wir organisierten uns natürlich so, dass wir morgens um 6 Uhr aufstanden und ganz früh schon vor dem Sonnenaufgang gingen und dann etwa so um 12 Uhr schon fast am Ziel waren. Das war also durchaus möglich. Und wenn ich an diese Bilder denke, diese Horizonte, diese Sand und diese roten Wege zum Teil und diese Natur, also manchmal fehlen mir wirklich die Worte. Du kommst ins Schwärmen. Ja, unglaublich, unglaublich. Oder dann über die Pyrenäen, da regnete es und begann zu schneien und wir waren einfach durch und durch nass. Und es war eines der schönsten Erlebnisse, da rüber zu kommen. Wir hatten immer Angst, dass wir das nicht mehr schaffen. Und es ist mit unglaublichen Glücksgefühlen einfach verbunden, dieses Wandern, für uns jetzt. Und wenn ja. du jetzt sagst, es war für dich auch eindrücklich, wie es immer gepasst hat, dann war dieses Passen für dich so vielleicht identisch mit deinen Lebensthemen oder wie meinst du das? Es hat dann gepasst, diese Wüste oder dieser schneebedeckte Pass. Es war einfach im Augen, du musst lernen, im Jetzt zu sein. Also ich liebe ja den Eckhart Tolle, den oh ja. Das sind meine Bibeln, diese Bücher und überhaupt, das finde ich einfach etwas vom Wunderbarsten. Und in diesem Sinne meine ich passen, dass wenn du ganz bei dir bist, und das ist ein hochsensibler Mensch, nicht einfach, oft nicht einfach von Natur aus, es sind zu viele
Einflüsse, die dich stören, die dich. Und dann gehen die Gedanken nach, was machen die Kinder jetzt? Und wenn das nur gut kommt und dann kommt sonst wieder was dazwischen. Und in der Natur, auf diesen Wegen, habe ich einfach ja fast erstmals die Erfahrung gemacht, wirklich einfach bei mir zu sein. Es ist eigentlich ein Heimkommen zu sich selber, wenn du nicht mehr, wenn du lernst, diese Gedankenkarussells loszulassen und dich dem Jetzt zu übergeben. Und dann geschehen einfach ganz verrückt, ganz tolle Erlebnisse. Ich weiß, jetzt fällt mir natürlich gerade keins ein, aber es sind so Fügungen, die dann, wenn du einfach ganz bei dir bist, in deiner Fülle und einfach, dann sagen wir zueinander immer nur noch, mein Gott, ist das schön, ist das schön, ist das schön, dann wissen wir, jetzt sind wir wieder ganz da. Wenn es einfach nur noch als gut und richtig auf dich zukommt. Oder vielleicht ein kleines Erlebnis, als wir nicht mal, das war nicht mal auf dem Jakobsweg, sondern das war auf dem Swiss Trail, da gehst du von Bellinzona gehst du hinauf nach Isone. Und das ist sehr steil. Und es war sehr anstrengend und heiß. Und wir keuchten da rauf, fast senkrecht hinauf. Und als wir dort oben ankamen, wussten wir, da gibt es ein kleines Hotel, da haben wir ein Zimmer reserviert. Und da sagte mein Mann, wenn die doch nur auch ein feines Essen hätten. Ich würde so gerne jetzt Spaghetti essen. Und ich sage zu ihm, nein, ich habe so eine wahnsinnige Lust auf Minestrone. Und dann kamen wir in dieses Hotel und fragten, se può mangiare qualche cosa? Kann man da was essen? Und dann sagten die Leute, ja, es gibt nur ein kleines Menü, Minestrone zur Vorspeise und Spaghetti als Na, Hauptspeise. sowas. Ja, solche Cool. Erlebnisse Ja. hast du einfach die ganze Zeit. Ja. Also es werden dir Wünsche erfüllt. Und du bist dann einfach irgendwie im Fluss, du denkst nicht mehr, ja, wir haben das auch einfach so gesagt, aus unserem Bedürfnis heraus, aber du nimmst, was kommt eigentlich. Und was dann kommt, ist meistens extrem passend. Ich habe so ein kleines Geschichtlein auch im Kapitel Natur auf meiner Webseite erzählt. Und zwar wir haben ja immer diese Wanderstöcke. Als Pilger, nicht wahr? Am Anfang haben wir uns übrigens fast ein bisschen geschämt, uns Pilger. Man holt dann auch so Stempel, also solche Zeichen, wo man überall Muschelstempel, gewesen ist und ja. so, haben wir uns fast ein bisschen geschämt, aber man gewöhnt sich dran. Also man hat dann diese Stöcke, ich brauche die auch sehr, jetzt vor allem auch, wo ich älter geworden bin. Und ich hatte gerade keinen. Ich habe an jedem Busch gerissen und gedreht und das waren alles junge Äste, die dann verletzt zurückblieben, also ich war gar nicht bei mir. Und dann irgendwann kam mir das in den Sinn, was ich da wieder tue, und dann dachte ich, dann soll es halt nicht sein. So habe ich halt keinen Stock und ich ließ diese Idee los, und in dem Augenblick reicht mir mein Mann einen Stock und sagt: Schau, den habe ich jetzt für dich bereit gemacht. Also, und das war für mich sehr rührend, weil ich merkte, in dem Augenblick, als ich diesen Zwang, jetzt muss ich losließ, bekam ich, was ich brauchte. Und solche Erlebnisse meine ich. Es ist manchmal sogar auch zum Lachen, was man dann erlebt. Einmal fragte ich meinen Mann, was, du hast kein Hotel reserviert? Ja, wo schlafen wir denn, wenn wir jetzt kein Hotel haben? Da sagt er zu mir, wir lassen uns doch führen, haben wir gesagt. In dem Augenblick schaue ich rechts nach oben, da steht dort oben ein Hotel und das Hotel heißt Hotel Engel. Nein. Ja. Natürlich ist das vorher auch schon dort gestanden, aber Ja, ich kam klar. in dem Augenblick zu meinem Loslassen. Es war unglaublich, dann habe ich gesagt, ich hätte jetzt Lust nach Gemüse, aber wir sind so gewandert, ich muss ein Stück Fleisch haben, das geht nicht anders. Die Frau hat das gehört, die brachte uns unser Essen und kam plötzlich herein mit einer Riesenportion Gemüse für mich. 10 Gemüse angerichtet. Einfach weil sie mich gehört hat. Alle Wünsche werden einem erfüllt. Also ich meine das jetzt natürlich nicht auf irgendwelche, wenn man sich Goldklumpen wünscht oder so, dann wird das nicht erfüllt. Ja klar, aber Du weißt, wie einfach ich es meine. wundervoll eigentlich. Wunder, ja, Genau. manchmal kleine Wunder geschehen dann immer wieder. Und Ja. das ist das Lernen zusammen mit dem Weg und der Natur. Das Lernen besteht darin, immer und immer wieder zu üben, sich dem Weg einfach zu überlassen. Natürlich braucht es eine gewisse Organisation, das ist klar. Und ich bin nicht ein Mensch, der mit 40 anderen
in einem solchen, wie heißt es, so einer Unterkunft übernachten kann, in Kajütenbetten. Das kann ich einfach nicht, und zwar wegen meiner nervlichen Konstitution. Ich schlafe dann einfach nicht. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen schauen, dass wir ein kleines Zimmer haben. Das kann ganz einfach sein, wo wir alleine sind drin. Das brauche ich einfach. Ich muss auch wissen, was ich brauche. Ich lasse mich nicht einfach da, macht mit mir, was ihr wollt. Ich schaue mir trotzdem. Aber es geht um etwas anderes. Es geht um das mentale Loslassen meiner Ängste. Kriege ich ein Hotel? Warum habe ich jetzt da keinen Stock? Es geht so steil rauf. Ich möchte meinen Stock. So dieses. Verstehst du, was ich Ja, meine? ganz klar. Jetzt bist du aber ja nicht jeden Tag auf so einer Weitwanderung unterwegs. Ist die Natur aber dennoch etwas, das du in deinem Alltag ja so als Ressource aufsuchst und vielleicht einfach spazieren gehst oder dich auch mal einfach hinsetzt, mitten auf eine Wiese oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja das Glück, dass wir eine kleine Waldhütte haben im Thurgau. Und das Waldhüsli. Ah, Dort daher gehen, kommt das Lied. ja, und dort gehen Ah. wir oft hin. Und das ist einfach, da sind wir sofort auch wieder total wie sage ich, aufgeladen mit Ruhe und Freude und Natur. Das ist ein Glück, dass meine Schwiegermutter damals in der Zeitung dieses Inserat, ganz billig konnte man da eine Waldhütte haben. Mein Mann war 5-jährig, ich kannte ihn noch nicht. Und die sind dann jedes Wochenende gegangen, und das ist durch alle Generationen hindurch sind wir dorthin. Und auch sonst, auch hier, ich habe eine schlimme Straße vor dem Haus, aber wenn Frühling ist, höre ich kein Auto mehr, da sehe ich, dass hier ein Teppich aus Primeln steht. Dann gehe ich zu meinem Ort, wo ich aus dem Wald mal ein Schlüsselblümchen mitgebracht habe, das immer noch blüht. Das ist etwa sicher, vor 30 Jahren habe ich das hier hingepflanzt. Dann schaue ich, wo hat es noch einen Ableger. Und dann schaue ich, ob es noch die riechenden Veilchen haben, die wir mal bekommen haben und die wunderbar noch riechen wie früher, als ich ein Kind war. Und dann schaue ich, ja, also es gibt immer wieder. Es geht gar nicht ohne. Und Also wir du gehen auch schaust jetzt sehr oft, fast jeden Tag irgendwo in die Natur mal. schon. Ja. Und eben du schaust dir einfach gut. Und wenn du merkst, jetzt irgendwie flattert es oder ich komme nicht mehr zur Ruhe, dann ist die Natur für dich sehr hilfreich, dich Sehr, einfach sehr wieder hilfreich, ja. ruhiger zu fühlen und alles wieder setzen zu lassen. So habe ich es verstanden Genau. zumindest, gell? Und es ist natürlich, wenn du so lange und so viel immer wanderst, spürst du auch einfach genau, was das ist wie. Das ist wie wenn du dich, ich weiß auch nicht, wie wenn du Balsam bekommst, wenn du an einem Wasser sitzt und dort dein Picknick einnimmst, oder wenn jetzt die Sonne untergeht, oder wenn sie aufgeht, weil du schon um 6 Uhr wanderst. Und dieses Schöne, also ich sage eben, wir sagen immer, ist das schön. Es ist nicht, dass ich jetzt denke, oh, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Natur haben. Das geschieht einfach. Du spürst einfach, ach, ich fühle mich wohl. Und kannst du unterdessen auch an solche Erlebnisse anknüpfen? Also wenn du jetzt merkst, ich habe jetzt keinen Raum, in die Natur zu gehen, ich brauche aber einfach so einen Ruhepol, dass du dir dann die Bilder wie innerlich wieder vorholst oder vielleicht ein Geräusch, das dich dann an irgendeine Situation erinnert und Ja, dich wieder setzen lässt. Oder? auf jeden Fall, ja. Es ist so, dass wir viel fotografiert haben, und in diese Fotos reinzuschauen, macht uns schon glücklich. Wir setzen uns manchmal hin, holen den Computer runter und nehmen die Bilder auf den Bildschirm des Fernsehers, und dann schauen wir diese Bilder an, und das ist wie wenn du den Weg wieder gehen würdest. Ja, und dann bin ich ja auch ein Stimmenmensch, der eigene Lieder geschrieben hat und auch sehr viel mit Stimme gearbeitet hat. Und du kannst auch tönen mit der Natur. Das ist etwas Wunderschönes. Also das machst du auch oder hast Ja, auch ich gemacht? töne den ganzen Tag. Das habe ich auf einem Gen, das habe ich geerbt, dass ich immer singe, und Oh, ich glaube, ich habe schön. den einzigen Menschen gefunden als Partner, der das aushält. Okay. Und wenn irgendjemand singt, singe ich sofort eine zweite Stimme dazu. Und man kann, wir haben, also mit einer der Freundinnen vom Liedermacherinnen-Trio habe ich
Also, sie war die Initiatorin, sie ist Umweltwissenschaftlerin und sie singt auch sehr gerne. Und sie sagte: Komm, wir sammeln Umweltlieder und wir geben das ihm. Es wurde auch dann veröffentlicht und wir haben diese Lieder gesammelt und dazu Übungen und, ja, und einfach Mittönen mit der Natur haben wir dann also dieses Buch herausgegeben. Es hat einen Kreativteil und einen Liederteil. Und das war eine wunderschöne Zusammenarbeit und da haben wir auch vieles rausgefunden, dass man zum Beispiel sich auch auf die Erde legen kann und die Erde spüren kann, diese Energie, die da kommt und dann mit einem Ton Antwort geben kann. Und ja, das war eine ganz tolle Arbeit auch. Das habe ich ein bisschen von ihr übernommen dann, dass es, ja, die Natur, die tönt auch. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich von mir kenne es zum Beispiel, ich bin nicht so die, die einfach singen kann. Also ich habe Hemmungen oder ich weiß nicht, ich bin da sehr gebremst. Aber in der Natur, da habe ich, ja, da fühle ich mich frei. Da habe ich das Gefühl, ja, es hört mir ja niemand zu und ich kann eben, ich kann vielleicht auch diese Geräusche aufnehmen oder ich habe dann auch den Eindruck, ich spüre meine Vibrationen besser. Ganz Ich genau, spüre ja. das oder höre das Echo mehr. Ich kann dann, also ich spiele dann oftmals mit meiner Stimme. Das würde ich selber jetzt zu Hause nie machen. Da bin ich sehr Ja. gehemmt, da bin ich Ja, aber sehr. du weißt ja, dass dort, wo die Hemmungen sind, ist auch ein Potenzial. Ich kann dir sagen, dass ich auch sehr, sehr gehemmt war, vorzusingen, weil mein Vater uns immer kritisiert hat. Also ich will meinen Vater nicht darunter tun. Im Rückblick bin ich eine sehr verwandte Seele. Ich habe ganz viel von ihm geerbt und ich liebe ihn wirklich jetzt über alle himmlischen Grenzen hinweg. Auf jeden Fall, oder nicht Grenzen. Dieses Urteil, das einem immer entgegengebracht wird beim Singen, dies kann einem sehr hemmen und ich war extrem gehemmt zu Beginn. Und ja, also auf jeden Fall, auch jetzt, wenn du mir sagen würdest, sing mal ein Lied vor, ich könnte jetzt höchstens meine eigenen Lieder, die ich in meiner normalen Alltagsstimme singe und nicht in der Sängerstimme. Ich könnte das nicht, immer noch nicht. Also da musst du einfach hingehen, dort, wo du Hemmungen hast. Und du hast ja einen Ort, in der Natur geht's. Das ist doch Ja, wunderbar, ja, genau. weil die Natur singt auch in so vielfältiger Weise. In diesem Buch haben wir auch Erfahrungen von anderen gesammelt. Da war ein junger Bursche, also der ist jetzt Musiker geworden, der hat gesagt: Ich ging mit meiner Flötenlehrerin ins Küsnachter Tobel, das ist da in der Nähe, so eine schöne Waldstrecke. Und da haben wir mit der Flöte die Töne des Baches gesucht. Und du wirst es nicht glauben, alle diese Töne waren in C-Dur, in der C-Dur-Tonleiter enthalten. Also da gibt es auch ganz rührende Forschungen, die man da machen kann. Dieser Junge hat das sehr früh gespürt, dass die Natur auch ihre Melodien hat. Und ich habe das spannend gefunden, dass der Klänge der C-Dur-Tonleiter im Küsnachter Bächlein gefunden hat. Das ist toll. Und viele Leute machen solche Forschungen. Einige lassen Steine erklingen. Gibt einen, der ein Steinklavier erfunden hat. Ja. Ja, da gibt es ja den Klangweg im Dockenburg. Ja, Kennst du genau. Ich den? habe gehört Ich meine, davon, ja, der ist ja. auch wunderschön. Also, Ja, ich bin, glaube ich ich. meine, sind Also ja ich. nicht nur Naturmaterialien in diesem Nein, nein, Sinne, nein. aber einfach wie das dann Ja. klingt in dieser Weite der Natur. Ja, und gerade der Regen zum Beispiel, der uns ja manchmal stört, haben einen Schirm nicht dabei. Und ich begreife es auch, wenn man hier nach Zürich reingeht, will man nicht klatschnasse Haare haben, wenn man Kaffee trinken geht. Aber in der Natur ist Regen einfach etwas Unglaubliches, wenn das so langsam so beginnt und wenn das so tropft und so klingt und Ja, plitsch, da platsch. habe ich immer das Gefühl, also im Wald, es ist wie eine Klaviermelodie, wenn Ja. ich dann die Blätter noch beobachte. Weißt du, wenn diese Tropfen auf die einzelnen Blätter fallen, Plupp. ja, also ich finde es auch ganz Ja. schön zuzuschauen, dann, Ja, und wie für alles so mich hat glitzert Regen und. auch etwas Liebevolles. So, wenn du zum Beispiel traurig bist und dann in den Regen stehst und dir die Tropfen über das Gesicht laufen lässt, das
stellvertretende Weinen. Es hat so was Reinigendes, Reinigendes, ja, ja. ganz klar. Und beim Jakobsweg oder bei sonst einem Fernwanderweg kannst du dir das Wetter nicht auswählen. Und das ist dann eben sehr spannend, wie du es triffst. Und bei uns war das sehr rührend, solange unser Hund lebte. Ich habe überhaupt das Gefühl, wir waren so was von geführt, dass unsere, wo auch immer, spirituelle Führung dachte, ich unterstütze die bis nach Santiago. Wir waren nie krank, wir haben nie irgendwas Schlimmes erlebt, wir hatten nie irgendwelche grauenvollen Schmerzen. Es war einfach, es war ein Wunder, wie wir da hinwanderten. Und solange unser Hund noch mitwandern konnte, hatten wir sehr oft unangenehm, also nicht Regenwetter. Also ich sage jetzt mal, wenn man immer wandert, wird es mit der Zeit unangenehm. Wenn du nämlich nass ins Hotel kommst und nass wieder loswanderst, weil nicht alles getrocknet hat. Aber wir haben das durchgestanden, das gehörte dazu. Und kaum war der Hund leider, wir vermissen ihn heute noch. Er war 16, als er dann gestorben werden musste, wegen Schmerzen und Krebs. Also auf jeden Fall dann, von da an war das Wetter immer schön. Und dann fanden wir aus, wie heiß das ist, wenn das Wetter immer schön ist und dass unser Hund das nie ausgehalten hätte. Also es war ganz verrückt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es war wie wenn das Wetter für dieses kleine Tier, damit wir alle drei zusammen als Trio weiter wandern dürfen, dergestalt war, dass es einfach kühl und regnerisch war. Und nachher kam die Sonne. Und ich finde das ganz schön von dir eben zu hören, wenn man auf so einer Wanderung unterwegs ist, man kann sich dann nicht aussuchen, wie das Wetter ist, und das übersetzt im Leben ist es ja auch ganz oft so. Also Genau. ja, das Leben ist nicht immer nur Schönwetter, es ist auch stürmisch, es Genau. ist auch mal kühl, aber man lernt das andere dann auch mehr schätzen. Also gäbe Auf es jeden keinen Fall. Winter mehr, wir würden den Frühling ja gar nicht so lieben, denke ich Genau. jetzt mal. Ja, Oder ich habe genau. das auf unserer einjährigen Reise so erlebt. Wenn du ein Jahr Dauersonnenschein fast hast und es ist immer Sommer, das ist super. Echt, ich fand es absolut schön. Aber irgendwie habe ich dann doch die Jahreszeiten vermisst, oder? Ich Ich kann war das dann auch gut so begreifen. ausgepumpt. Wie soll ich sagen? Bei Schönwetter habe ich immer das Gefühl, ah ja, jetzt möchte ich raus, jetzt muss ich das nutzen, jetzt draußen. Das Und kenne dann ich, ja. wird es neblig und dann kommt die Zeit des Rückzugs, jetzt Genau. innehalten, Ja. alles etwas runterfahren, ruhiger, dann im Genau. Frühjahr wieder diese Blütezeit. Also ja, ich finde, das hat schon auch was für sich. Sehr Und viel, wenn ja. eben, das sind jetzt die Jahreszeiten, aber eben auch das Wetter. Und Genau. da denke ich, helfen dann manchmal die Hunde auch, Ja. wenn man Oh, einfach genau. nicht sagen kann, okay, heute passt es jetzt nicht wettertechnisch, ich gehe nicht vor die Haustür, sondern man geht einfach, dann entdeckt man, dass auch bei jedem Wetter, jedes Auf Wetter jeden was Fall. Schönes für sich hat. Ja. Man ist dann ruhiger, dann gehen nicht alle bei Genau, Regenwetter raus, da genau. bist du Ja. alleine im Wald unterwegs Ganz und diese genau. Stille und Ja, ich kann ja. mich an was ganz Unspektakuläres erinnern. Wir sind auf einer Straße gegangen und dann ging es rüber zum Wald. Und als wir so über diese Wiese gingen, begann es zu regnen. Und es war so ein unglaublich schönes Gefühl von Entspannung. Einfach die Straße, weg von der Straße und dann rauschte es ganz fein. Dann hörte man einen Frosch quaken. Es ist unbeschreiblich. Wir sagten manchmal, du siehst fast am schönsten, wenn es Ja, regnet. Weil man also dann, magische Momente auch. ja, viele magische Ja. Momente. Genau. Jetzt, Marianne, magst du uns vielleicht noch etwas über deine Website, über deinen Blog berichten? Ich finde das einfach auch ein riesiges Geschenk an die Menschheit, was du da alles zusammengetragen hast. Also die Website, ja, eben, ich kam auf dieses Thema, sonst bin ich ein sehr subjektiver Mensch. Es gibt ja mehr objektive Menschen, die so die Sachen zuerst studieren und ich bin immer so von, ist so sehr spontan. Aber ich wäre nie drauf gekommen, dass ich selber hochsensibel bin. Und
Und ich habe es, glaube ich, schon einmal erwähnt, in der Klinik, als ich arbeitete, oder habe ich das nur dir erzählt? Nee, hast du erwähnt, Ja, ja. da merkte ich dann bei den anderen Menschen, die zu mir in die Musiktherapie kamen, die sind alle eigentlich wunderbare Menschen und sie haben das normale Leben nicht ausgehalten. Es ist einfach zu viel für sie. Die haben eine ganz spezielle Sensibilität. Dann ging ich forschen und dann fand ich erst ganz weniges, weil ich da ganz am Anfang auch dieses Thema entdeckt habe, als es im deutschsprachigen Raum nahezu noch unbekannt war. Und dann konnte ich erst auf mich schließen, dass mich das sehr, sehr betrifft. Und das war dann wirklich sofort auch der Wunsch, da schreibe ich jetzt ein Buch. Und dann hat aber eine Freundin gesagt, du, ich habe eine tolle Webseiterin, die macht schöne Websites, wenn du das eine Website machen willst über das Thema. Und dann fand ich das eigentlich viel besser, weil ein Buch irgendwann veraltet ist. Eine Website kannst du immer wieder erneuern. Ich habe zum Beispiel jemanden gefunden, der mir über das Wissenschaftliche einen wunderbaren Artikel geschrieben hat. Das letzte Jahr war das, glaube ich. Die neuesten Erkenntnisse, da bin ich nicht so also wissenschaftliche Forschung habe ich schlechtes Gewissen gehabt, dass ich es zu wenig verfolge. Da kam das Geschenk, dass diese Frau mir den wunderschönen Artikel schreiben konnte. Und so ging das immer weiter. Ich begann dann damit und die Website-Frau war sehr nett, hat mir sofort das gemacht, hat dann einen Kurs gemacht und mich eingeladen dazu. Und dann begann diese Website zu wachsen, ganz harmonisch, eins zum anderen. Am Anfang habe ich geschrieben, wie Wahnsinn, und dann merkte ich, jawohl, das ist wirklich mein Thema, das geht mich an. Und wenn mir jemand schreibt, habe ich, was der schreibt, ganz fast immer auch schon erlebt und kann ihm dafür dann auch ein bisschen weiterhelfen mit irgendeinem Rat. So ist das entstanden und es wächst immer weiter. Plötzlich kommt mir wieder ein Thema in den Sinn. Meistens kenne ich es selber sehr gut. Also du schreibst zu verschiedenen Themen. Ja, Abgrenzung, Entscheidung. Genau, Also Kinder. Kinder, hochsensible Kinder, Babys und dann jede Altersstufe Tipps oder dann habe ich überhaupt Tipps, auch Tipps für Zentrierung, weil Zentrierung und Erdung im Leben ist ja sehr wichtig, um stabil auch zu sein und das fehlt den hochsensiblen Menschen sehr häufig. Das müssen sie sich erarbeiten, das kenne ich auch, dass man das nicht geschenkt gekriegt. Sehr, sehr häufig und sondern daran arbeiten muss. Einfach Tipps über ganz vielfältige Themen. Ja. Ja, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, da mal rumzustöbern. Man braucht sich allerdings etwas Zeit zu nehmen, weil, also mir Ja. ging es jedenfalls so. Ja, ich mache nicht einfach Schlagwörter, ich gehe da in die Ja, genau. Tiefe. Ich habe wirklich da was gefunden und dann da nochmal und ich konnte kaum mehr ja, aufhören, weiterzulesen, noch was mir reinzuziehen. Ja, für Aber ich das ist finde es. vielleicht das, was du erlebt hast, also erwähnt hast, das Blöckli ist vielleicht für diejenigen, die nicht da Zeit haben, sich in jedes Kapitel zu vertiefen, vielleicht gar nicht schlecht. Weil da habe ich einfach von der Leber weg als Privatmensch beschrieben, wie es mir im Leben geht. Genau, Alle das diese ist. Situationen, wo man so überschießend reagiert oder in Panik gerät oder und so weiter. Und da kann man sich auch ein bisschen amüsieren. Das ist einfach quasi ein Kapitel meiner Ja, Website. das wollte ich gleich sagen. Also da gibt es auch was zu schmunzeln, ist sehr erfrischend zwischendurch. Also Das freut mich, ja, danke danke. vielmals. Marianne, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass du dir so viel Zeit genommen hast für mich, dass du uns berichtet hast von deiner Geschichte, deinem Weg, so offen, herzig und mit so wahnsinnig viel Begeisterung. Also ja, Also die, die jetzt. ich möchte auch dir vielmals danken. Für mich war es genauso schön, dich kennenzulernen und mit dir auszutauschen, bevor wir dieses Interview machten und auch jetzt während der Aufnahme. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja, War ein danke Gewinn. ebenso. Und ich meine, ja, die dich jetzt nicht sehen konnten, deine Augen leuchten eh schon, als du mich da am Bahnhof abgeholt hast, wusste ich, ja, auch das war Führung. Ich habe mich führen lassen zu dir und jetzt, währenddem du erzählst hast, dass, ja, man spürt diese Freude und diese Erinnerungen, die sprühen förmlich aus dir heraus.
Für dich, lieber Hörer, werden wir unten in den Shownotes natürlich die Webseite von Marianne noch verlinken. Und Marianne hat mir auch das Okay gegeben, dass wir noch einen Link da reinmachen zu dem Waldhüsli-Lied. Von dem Waldhüsli, das sie da berichtet hat, gibt es ein schweizerdeutsches Lied. Da kommt die Natur oder deine Liebe zur Natur ganz deutlich nochmal zum Tragen. Ja, man muss dazu sagen, ich habe das Waldhüsli nochmals aufgenommen. Also dieses Lied wird nochmals gespielt, genau gleich, mit hochdeutschem Text. Ah, okay. Ja, es ist natürlich weniger schön, weil du die Fotos nicht so siehst, aber du kannst dafür den Text lesen. Also. Kannst ja beide Versionen. Auch das werden wir ganz klar verlinken. Logo. Ja. Prima. Ich danke dir. Herzlichen Dank dir, Marianne.